Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich muss jetzt schnell die Michelle fertig machen, weil meine... Und meine kleine Ratte hat jetzt nämlich ein Ferienspiel. Komm her, mein Schatz. Gerne die Bürste. Ich muss jetzt schnell die Haare... Wie willst du die Haare nehmen? Zopf oder? Na, Zopf geht nicht wegen der Kappe. Oder? Ich nehme doch keine Kappe. Okay. Wie willst du jetzt den Zopf haben? Ganz normal. Ganz oben? Mhm. Normal. So. Wie normal? Was ist den normalen Zopf. Den da unten? Oder den da oben? Den da oben. Hä? Den da oben. Ach so. Aber keinen geflochtenen. Ja. Oh. So, wie gesagt, ich mache jetzt die Michelle fertig, muss sie zu einem Ferienspiel bringen und was machst du denn heute? Heute hast du einen Walderlebniswander. Also sie wandern so bei uns hier in der Nähe im Nachbarort Mattun. Komm her mal. Was ist Mattun? Rundherum. Also rundherum. So, setz dich du mal kurz hin, Fräulein. Ah. Michelle, bitte, mach mal, gib mir die Bürste. So, pack dir deinen Rucksack mit allem, was du brauchst. Dein Rucksack ist bei mir im Bett. Okay? Ich habe ihn gewaschen. So, fertig mit der Michelle. Ich werde mir jetzt noch das T-Shirt anziehen und dann bringe ich sie schnell rüber. Und ich muss dann auch noch das beim Hof verkaufen. Aber ich habe mir vorhin geschrieben, ich soll bitte für seine Tante und für seine Mama einen Schokoladen, also Kaffee. Okidoki, kann ich machen. Ja, und dann ist heute richtig Wäschetag. Aber das zeige ich euch dann nachher. Ja. Was ich nehme, ich schon alles an Wäsche ab. Das ist nämlich leider schon zu viel, weil... Wäsche mache ich nicht so gern. Ja, ist halt so, ne? So, bin ich wieder daheim. Es ist furchtbar heiß draußen. Michelle habe ich hingebracht und sieh da! Warum schaust du mich so an? Was guckst du mich so an? Die sind nicht so klein. Sag doch mal, aber du Haare gut schmiegen. Das ist ja so klein. So. Hi Cecilia. Ich habe auch ein paar Kleinigkeiten gekauft, habe ich euch gesagt. Und zwar habe ich einen Kuchen gekauft, Marmorkuchen, das ist der beste. Dann habe ich mir wieder mein Magnesium nachgekauft, weil es war leer und jetzt habe ich in letzter Zeit wieder so Wadenschmerzen. Muskelkrämpfe. Weintrauben habe ich gekauft. Ich habe jetzt diesmal diese genommen, weil normalerweise nehme ich immer die, die so offen verkauft werden. Aber irgendwie haben die verdächtig sich ähnlich geschaut und ich habe auch geguckt, die kommen aus demselben Bereich. Deswegen habe ich mir gedacht, die schauen so gleich aus. Was ist, wenn das nur eine Verarschung ist und das kostet 1,80 Euro für ein Kilo und die anderen verkaufen sie für 5 Euro das Kilo? Und deswegen habe ich die genommen, weil sie so gleich ausgeschaut haben, sonst hätte ich wahrscheinlich die anderen genommen. Und dann habe ich Schoki gekauft für den Papa, also für seine Tante. Einmal sowas, so besondere Schokolade genommen. Diese und diese. Die ist mit Karamell, die ist nur so. Voll mit. Dann habe ich mein Lieblingsmüsli gekauft. Ich esse das so schnell auf, also ich liebe das so sehr. Das ist mit Nuss und Mango und das ist super gut. Hier war übrigens mein Papa. Dann habe ich dem Sohn von unseren Trauzeugen das gekauft, weil der Papa übernachtet die erste Nacht in Bukarest. Heute schon. Und da habe ich das mitgenommen. Und das für den Jungen. Dann habe ich eine Zuckermelone mitgenommen für die Kinder. Ich selber mag solche Melonen überhaupt nicht. Ich mag Zuckermelonen, Honigmelonen überhaupt nicht, aber für die Kinder. Diese und dann noch eine Honig. Diese da. Honigmelone habe ich auch mitgenommen. Wie gesagt, für die Kiddos. Die essen das ja gerne, der Papa normal eigentlich auch, aber ich mag sie nicht so gern. Für mich habe ich dann wieder Avocado mitgenommen, weil ich den Salat essen möchte. Mir fällt gerade ein, ich habe keine Gurke. Ist egal. Und hier ist noch Schoki. Schoki. Und
zwar habe ich den Nussknacker gekauft, so Nussknacker, den zweimal. Dann habe ich eine herbe Schokolade genommen mit Erdbeer, 50% Kakao. Und dann die mit den meisten Kakaoprozent, 85%. Ich selber mag so eine Schokolade überhaupt nicht, der Papa liebt die aber total. Und vielleicht mag sie Tante auch. Und ich habe gehört, dass Leute, die so ganz dunkle Schokolade richtig gut finden, dass die anscheinend einen feinen Gaumen haben sollten. Uns schmeckt er nicht, also mein Kind schmeckt er überhaupt nicht, schmeckt seine Schokolade gar nicht und mir auch nicht. Und dann noch so eine Traubennuss und eine ganze Nuss. Ja. Ich frage meine Papa, wenn das reicht. Wenn nicht, müssen wir nachher nochmal gehen. Also das habe ich alles so für ihn besorgt. Das werde ich jetzt zur Seite stellen und ich werde mich jetzt gleich meiner Wäsche widmen. So ihr Lieben, ich bin jetzt in meinem Schlafzimmer mit dem Fernseher schon eingeschaltet, weil ich habe hier Großes vor mir. Ich zeige es euch gleich. Ich habe jetzt noch ein bisschen Cornflakes gegessen. Und tada, das hier sind die letzten zwei Waschmaschinen, die was noch gehangen sind vom Wochenende. Und die vorherigen zwei. Also vier Waschmaschinen habe ich hier. Die muss ich jetzt alle falten, sortieren und gucken, was davon zu bügeln ist. Und dann muss ich Papas Tasche packen. Und ja, wie gesagt, ich habe einiges vor mir, wie ihr sehen könnt. Schaut euch mal diesen mega Haufen aus. Naja, es ist jetzt auch irgendwie so hergeschmissen, schaut es vielleicht ein bisschen wilder aus, als es tatsächlich ist. Aber ich werde mal beginnen. Das Bett ist leer, fast leer. Das sind Sachen, die ich hier dem Papa vielleicht noch mitgebe. Das sind so vielleicht Schlafunterleiber, das sind generell nur Unterleiber. Dann diese Hose muss er mitnehmen. Und das sind alles Sachen, die ich bügeln muss für uns, für die Kinder, oder? Das muss ich noch für den Papa bügeln. Und das sind die Sachen, die ich für den Papa bügeln muss. Die habe ich jetzt dabei da hergestellt. Und das sind noch Sachen, das sind noch einige Sachen, die muss ich noch falten, das mache ich später. Das sind noch ein paar Kleinigkeiten. Da unten sind auch noch so Hemden, ein paar und ein paar Sachen von uns, die jetzt nicht so dringend gebraucht werden. Und das ist jetzt nur Unterwäsche, Socken und Badeanzüge. Ja, ich bin echt weit gekommen. Also ich habe hier echt den Mega-Haufen weggemacht. Ich gehe jetzt das schnell bügeln. Ich nehme das jetzt gleich mit. Das ist für den Papa. Ich weiß nicht, was er genau davon mitnehmen möchte. Das sind halt so einige T-Shirts, wie ihr sehen könnt. Und ich habe mir mein Bügeltischchen dahergestellt. Und meine Station. Ja, jetzt geht's an zu bügeln. Das ist schon dumm hier, Diana, auf dem Teppich. Entschuldigung, dumm bist du. Aber steht? 77,4. Okay, mit Koffer. 88,6. Noch immer? 88,6. Das sind immer 11 Kilo. Hier. Fuck. Was haben wir denn alles hier eingepackt? Den Koffer wiegt schon alleine sehr viel. Diese Flüssigkeiten lasse ich hier. Na. Wieso? Das wiegt sicher urwenig. Ja, irgendwas muss ich das sein lassen. Irgendwas muss ich.
Diese Jeans. Ich hätte die Nase entrottelt. Ich sehe immer Haare entrottelt. Nein, das sieht besser aus wie hoch. So, wir packen jetzt die Sachen um. Der Koffer ist zu schwer. Wir nehmen diese Reisetasche. Lalilalila. Stressig! Papa hat Angst vor Fliegen. Oder Papa? Ja. Das war der Wichser, der uns die ganze Zeit gehupt mit seiner Scheiße. Wichskopf. Ja, uns hat gerade so einer angehupt. Schau, der wird zu weit auf der linken Seite, der nimmt sicher diese Markierungen mit. Manche Leute sollten echt mit Auto fahren. Ja, wir fahren auf jeden Fall, wir sind schon beim Flughafen. Dort, Flughafen. Und hier ist immer Baustelle. Diese Strecke hier, entweder weiter hinten oder weiter vorne. Flughafen! Papa ist gestresst. Der hat nasse Unterhose. Es war so ein Stress jetzt mit dem Koffer. Wir haben jetzt Gott sei Dank noch die Tasche, weil der Koffer hat, glaube ich, auch alleine schon 2-3 Kilo. Na, warte mal, ich habe alles reingepackt und es war am Anfang 11 Kilo. Hast du die Tasche eingepackt, oder? Ich habe alles reingepackt, wie es vorher war, beim ersten Versuch. Waren es 11 Koffer. Kilo? Ja, das heißt, der hatte schon 3 Kilo. Ja, und jetzt habe ich alles reingepackt und ich habe 200 Gramm weniger. Ja, dann hatte der Koffer 3 Kilo. Ja. Habe ich dir gesagt, dass so. Den Koffer sicher mehr als diese Tasche. Und das war halt jetzt blöd, weil der Papa ist eh sehr begrenzt gewesen mit seinen Klamotten. Das heißt, ich habe die lange Hose in Bein geschnitten, dann habe ich ein. Ja, genau. Halb. Flipflops hast du mit? Ja, ich habe nur eine genommen. Sehr Blödsinn. Er wollte schon alles da lassen, alles zum Pflegen. Du musst dir Spur wechseln. Zahnbürste habe ich? Ja, ja. Und den ist ein Sturm. Du kannst mir die Finger. Ja, Papi ist dann weg. Aber dein Flug geht eh erst in 2 Stunden. Ja, aber dann muss ich. Ja, aber bei der Sicherheitskontrolle können wir nicht mehr mit. Schauen wir mal, was wir jetzt machen. Ja, parken, das und das, da hingehen, das frisst alles Zeit. Ja. Außerdem, die Japaniker geht hier. Ja, okay. Du musst Terminal 3, Gate G4. Ich frage alle Leute, Entschuldigung, den Flug fliegt nach Rumänien. Aber du bist schon mal alleine geflogen. Ich weiß, aber ich habe nur Panik jedes Mal. Jedes Mal das gleiche. Der hat nämlich immer mich, weil ich check das immer. Ich gucke immer so dahin und dorthin. Letztes Mal, als ich nach Stuttgart geflogen bin. Also bist du auch mit anderen geflogen, oder? Oder bist du alleine geflogen? Bin ich alleine geflogen. Also. Bin alleine geflogen. Und hast du Angst? Auch den Stuttgarter Flughafen. Das ist auch riesig. Ich hatte Angst, dass ich den Flug verpasse, weil mein Auto sollte ja auch noch zurückgeben. Achso. Ich habe einen Mietwagen. So, Abflug, ja. Wo? Geradeaus? Hier rechts? Ja. Aber ich muss zum Parkhaus. Achso. Wo ist das? Das ist erst einmal das Jahr. Keine Ahnung. Aber wir können jetzt noch fahren und dann die ganze Runde durch und dann rechts. Das ist das zweite Mal. Schau, da ist auch ein Park. Ja. Da kann hier nicht. Aber wo gehe ich jetzt? Winterflug. Gehen wir weiter um. Terminal 1A, Terminal 1-3. Schau, wir können sogar direkt vom Terminal hin parken. Das wäre gut. Terminal 3. Wenn du musst, Terminal 3. Terminal 3? Wo ist das? Ja, das ist Terminal 1. Siehst du, steht drauf, sogar ganz groß. Und Terminal 3 steht weiter vorne. Das heißt, du musst Wechselspur. Wieso? Weil du da 2 Spuren hast und du kannst geradeaus weiter. Und das ist Terminal 3, Schatz. Genau, Big Terminal. Aber darf ich hier parken, oder? Nein, das ist noch kurz anhalten. Aber hier ist Parken K4. Wo? Ist kein Parkplatz. Hier steht Parken K4. Bestell dich bei den Polizisten. Nein, Schatz, das ist nicht. K4 ist wahrscheinlich hier, oder? Da, ja. Wirklich? Maximal Parkdauer 3 Stunden. Kurzparkplatz, das ist gut. Kurz, jede Stunde 4,90. Boom. Gelato! Bujaka, 4,90. Ja, länger wie eine Stunde bleibe ich aber nicht, gell? Das ist neu, ja? Normalerweise kriege ich auch nur diese geschlossene. Das kenne ich auch nicht. Aber das war Aber Terminal 3 ist ja auch, glaube ich, neu. Ja, der Park gleich nachher schon. Ja, ja. Bist du Tepa, das ist der Park? Das ist chillig. Super. Das sieht schön aus, oder? Ja, ja, ja. Aber das sind nur 8 Kilo, hast du jetzt in diesem Ding. Das sind gar nicht so fest. Ich muss alle Klamotten anziehen. Ich gehe im Flugzeug. Tati, du hast das sowieso dabei. Du wirst es nicht anziehen. Aber schwer. Ziehst halt noch ein paar Socken an.
Die Patschen hat, dass wir Handfühlen. Da musst du jetzt rein, ich glaube, da kommen wir nicht mehr durch, gell? Magst du jetzt schon rein? Du kannst, aber du hast noch eine Stunde, bis du boarding. Aber vielleicht dauert es ja auch. Ja, besser gehe ich jetzt anstatt. Da stand ja 18.30 Uhr. Ich habe dir die Karte gegeben. Ja. Für ein Parkticket. Nein, 19.30 Uhr muss der Baba beim Gate sein. Aber er muss ja noch die Sicherheitskontrolle, da ist halt ziemlich viel los, schau mal. Wie geht denn lieber jetzt, oder? Ja. Ich werde jetzt den Baba verabschieden. Mama, wir telefonieren jeden Tag. Ich mag. Aber ich mag nicht die Mama, ja. Bleib brav, ja? Ja, ja. So, meine Lieben, wir sind soeben nach Hause gekommen. Ich habe mit den Kindern noch einen kleinen Stopp bei Mäcki gemacht. Ich wollte jetzt nicht kochen, ich war jetzt dafür ein bisschen zu traurig. Ja, wir haben den Papa weggebracht. Und es ist voll komisch, also es war wirklich so, ich meine, war schon traurig. Also wie ich ihn dorthin gebracht habe und dann verabschiedet, das war... Man ist doch schon so lange zusammen, aber man vermisst sich irgendwie noch, wieso? Ich kann mich erinnern, erst kurz nachdem wir zusammengekommen sind, auch einmal weggefahren, auch so Dokumente irgendwas machen und da hat er, da ist er auch für so 2 Wochen. Wir wussten nicht, wie lange das dauert, da habe ich auch so furchtbar geweint, da war ich so traurig. Die heute habe ich jetzt nicht geweint, also halt schon ein bisschen traurig, dass er weg ist. Ja, jetzt ist er 10 Tage weg. Ich hasse das echt. Ich hasse das wirklich. Und jetzt aktuell ist 20.22 Uhr. Er hat jetzt um 20.10 Uhr ist die Maschine. Hat sie Abflug gehabt. Ja. Er fliegt 1 Stunde und 40 Minuten nach Bukarest. Bin ich dann gespannt. Also okay bei euch draußen, Mädels? Ja. Ich werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden. Ich werde ihn dann gleich schneiden und für morgen fertigstellen, weil morgen ist ja Samstag und samstags kommen die Vlogs immer um 10. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns dann morgen in aller Frische.